Schauen wir uns doch mal an, was die Banane, die Musa Basio, welche ich letztes Jahr im Garten ja im Herbst schon ausgepflanzt habe, so macht. Ihr seht, sie ist jetzt richtig schön gewachsen. Mittlerweile habe ich auch sehr viel von dem Unkraut entfernt. Teilweise liegt es hier noch, darf auch hier verrotten, sodass das dann als Dünger für die anderen Pflanzen zählt. An und für sich müsste ich jetzt noch mal ordentlich hier durchgehen und das Unkraut entfernen, aber das mache ich erst in den kommenden Tagen und 2 Wochen. Und ihr seht, richtig schönes Blatt hat sie ausgebildet. Bisher hat es also mit der Banane funktioniert. Ich bin ein bisschen irritiert, weil die hier so eine rote, so ein rotes Blatt mit, so eine rote Blattmitte hat, ob es nicht vielleicht doch was anderes ist als eine Basio, oder bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so ganz 100% sicher. Aber ich weiß, es war ein Ableger meiner großen Musa Basio, die ich von BLU bekommen hatte. Und deswegen bin ich eigentlich noch positiv gestimmt, dass das eine Basio ist. Aber wenn ihr eine Idee habt, ob es wirklich eine sein könnte oder eine andere Banane ist mit der roten Mittelrippe, schreibt es doch gerne rein. Ich habe ja letztes Jahr die Diao gehabt, die auch sehr winterhart sein soll. Eventuell ist das hier ja auch eine Verwechslung und es ist ein Ableger der Diao-Banane. Werden wir sehen. Solange sie wächst und pflegeleicht ist und man sie nicht groß im Winter irgendwie schützen muss, ist mir das recht und dann passt das für mich zumindest fürs Erste. Hauptsache, sie wächst und entwickelt sich gut. So viel zum Thema ausgepflanzte Banane, die den Winter ohne Schutz bisher gut überstanden hat. Jetzt hat sie den ganzen Sommer Zeit, richtig Gas zu geben und ich hoffe, das wird sie auch machen. Bis zum nächsten Video, bis dahin und tschüss.